wunderschönen guten Tag und willkommen immer noch in meiner One Year of Dirtbike Session diese Woche. Jetzt hätten sie mich fast geblitzt. Ich bin jetzt gerade das zweite Mal auf dem Weg zur Uni, weil mir hat es aber beim letzten Mal sehr gefallen. Wir haben heute Samstag und da werden auf jeden Fall ein paar von den Jungs, die da sonst auch immer biken gehen, rumdüsen. Ich hoffe, dass die ein paar coole Sprünge da so ein bisschen fertig gemacht haben. Der Sprung, auf dem ich vorhin einen Tuck No-Hander gemacht habe, also das, was ihr vorhin im Video gesehen habt, der ist eigentlich sehr cool für Tricks und Sprünge, weil die Landung halt relativ weich ist und da kann man ordentlich was ausprobieren. Allerdings ist in der Anfahrt so ein kleiner Hügel gewesen und der hat meiner Meinung nach für etwas größere Sprünge so ein bisschen den Schwung weggenommen. Deswegen hoffe ich, dass die Jungs da so ein bisschen was gemacht haben. Ich wollte da nicht beigehen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht hatte es irgendeinen besonderen Sinn. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Shaper oder sonst irgendwas. Ich kann zwar vielleicht eine Rampe bauen, aber ich denke, die Jungs haben sich da vielleicht irgendwie was bei gedacht. Hab das aber angesprochen. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns so ein bisschen austauschen, wenn wir fahren gehen und so. Und deswegen hoffe ich mal, dass die das vielleicht sogar weggemacht haben und dann können wir heute ein paar coolere Sachen ausprobieren. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal den Tuck No-Hander ausprobieren, um den vielleicht ein bisschen länger zu ziehen, weil der doch relativ kurz war. Und dann gucke ich mal, ob ich heute einen 360 machen kann, wenn die Anfahrt da in Ordnung ist oder ob ich einen anderen Sprung finde, wo ich den probieren kann. Also, los geht's. So, guten Tag. Ich bin jetzt hier. Das sind die Dudes, mit denen wir jetzt Game of Bike spielen. Für die, die das nicht kennen, wir spielen um das Wort Bike. Wer als erstes das Wort voll hat, hat verloren. Einer macht einen Trick vor, die anderen müssen das nachmachen. Und wer ihn halt nicht packt, der kriegt einen Buchstaben. Und los geht's. Yeah! Abschaff! Der Dirt am Anfang und dann am Ende einen Secret. Okay, da beim Dirt so einen leichten Tabletop-Whip machen. Dann bei dem Sprung hier vorne. Der kleine? Genau, so ein bisschen also Tabletop machen und so ein bisschen flowig reinspringen. Hier hoch und Manual probieren. Okay. Also, muss nicht sein, aber. Okay. Also das machen sie jetzt. Genau. Jetzt wird's tricky.
Okay, was ist deine Aufgabe, Noel? Ein Fakie an dem Absprung. Oh! Okay, der nächste. No hand. Was für No hand? Suicide No hand. Ah, okay. Suicide No hand über den Dirt. Oder über den kleinen. Hier vorne über den Table springen, dann rein und bei dem Sprung dahinter einen One-Hander. Weg damit! Ah. Okay, nächste Challenge. Manual Landing hier auf dem Dreckhaufen. Ach Scheiße! Okay, ich bin raus, ich habe das Bike voll, habe den Manual nicht geschafft und jetzt mache ich so ein bisschen weiter und gucke, was so geht. Schöpketal fahre, das weiß ich aber noch nicht ganz genau, ob ich das zeitlich hinbekomme, aber ich mache jetzt erstmal den Abschluss und sage, das war cool. Hab ein paar coole neue Tricks gelernt, eigentlich nichts Schwieriges und nichts Außergewöhnliches so. Also ich habe, wie ihr gesehen habt, einen No-Foot gemacht und ich habe so einen Neck-Neck probiert, wo man so sein eines Bein hinter das Rad versucht zu bringen. Leider war da eher so, dass die Zeit zu kurz war und ich dann immer gelandet bin, wenn ich mein Bein noch draußen hatte. Und ein bisschen knifflig dabei ist, dass halt die Pedale dann runter geht oder sich runterdreht. Das ist ein bisschen schwierig. Aber im Grunde war das eigentlich ein cooler Tag, eine coole Session. Mich ärgert ein bisschen, dass ich mit meinem 360 nicht weiterkomme. Ich weiß nicht so ganz genau, was ich so machen kann, damit ich das besser hinkriege. Vielleicht habt ihr Tipps oder so, dann schreibt einen Kommentar, was ich oder was ihr vielleicht seht, was ich besser machen kann. Und ja, dann erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Es war super witzig. Ich hatte super viel Spaß dieses Mal. Ich hoffe, ihr auch.